Recht herzlich willkommen zur 214. Folge vom Kerbal Space Programm. Hier haben wir letztes Mal Rakete noch ein bisschen optimiert und haben dann festgestellt, dass die Rakete, die ich gebaut hatte, eigentlich schon wahrscheinlich ohne Zusatzraketen fähig wäre, da oben hinzukommen, weil ich hatte ja den, wie hieß es, Orbitalstation hieß das Ding, Orbitalstation, wo ist Orbitalrakete, Orbitalrakete, wo ist denn jetzt meine Rakete, die ich da gebaut habe. Kerbin-Station, so hieß sie, nicht Orbitalstation, okay. Wie gesagt, da habe ich ja dann gesehen, dass ich hier den vollen Power geben muss, auf das Triebwerk in der Mitte. Und das haben wir ja jetzt auch. Und ich wollte dann die Booster runtersetzen. Allerdings, wenn du siehst, die Booster runtersetzt, die kannst du gleich runtersetzen und bist noch bei 1,89, dann brauchst du die auch nicht anmachen, ne? Also dann ist es so, dass der Vortrieb von der Hauptrakete ja eigentlich vollkommen ausreicht, um da hochzukommen, ne? Aber wir haben hier, wie man sieht, noch Power, ne? Also hier haben wir 1800 und da 1364. Jetzt ist die Frage, wie lange will ich das haben? Wenn ich die absprenge, habe ich das noch drin, zur Zeit, oder wie sehe ich das? Schwierig zu beurteilen. Also, wenn ich so hoch lasse wie jetzt, dann bringt mich das nicht weiter, würde ich sagen. Aber ich komme nicht auf 1,5, ich komme nur auf 1,9. Das heißt, wir müssen mal checken, wie wir das anders hinkriegen. Ich würde jetzt mal sagen, Plus-Taste drücken, dann kommen wir auch näher ran. Ne? Wir packen den mal hier an dem Dingens an und gehen mal nicht auf 4, sondern mal nur auf 3. Jetzt haben wir 2. Weil wir da wieder 2 von diesen Dingern haben. Ja. Machen wir so hin. Und gucken mal dann. Jetzt haben wir den auf 0 stehen. Also das bringt uns auch nicht weiter, das wird sogar mehr. Okay. Das heißt, ich müsste von denen dann wahrscheinlich 5 da dran machen oder was? Oh, das war jetzt falsch gelaufen. Das ist jetzt ganz schlecht gelaufen. Da sitzt er wieder. Um das besser zu kriegen, muss ich 5 haben. 4. Dann geht aber nur 6. Ja, und danke, wir haben wieder das Problem, dass wir die 6 da nicht dran kriegen. Also schon haben wir, jetzt haben wir die 6 da dran. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die runterkriegen, dass es 1,52 werden würde. Ja, aber dann bist du auch schon bei 0. Also bringt das alles gar nichts. Das bedeutet, das kannst du, weg. Weg. Nochmal dahin. Nee, separat. Dahin. Dorthin. Oh, jetzt haben wir zu viel weggeschmissen. Ja, ich glaube, wir ändern das nochmal. Save, continue, don't save. Und die Autosave brauchen wir jetzt gerade nicht, sondern wir nehmen nochmal die Kerbin-Station. Und laden. So, jetzt haben wir sie. Und jetzt machen wir hier den Booster weg. Jetzt haben wir die Teile noch dran, genau. Jetzt gucken wir, was wir für einen Booster dann da dran hängen können. Die hatten wir gerade. Hier unten haben wir noch Riesendinger, ne? Machen wir so. Und nehmen das Ganze dann so. Gehen wieder auf 4. Ziehen die aber mal hoch. Bis das Triebwerk zu sehen ist. Machen das mal so gerade. Würde also funktionieren. Und gucken jetzt mal. Ja, das würde gehen. Die großen.
So. 3.200, wäre jetzt das Ding der Machbarkeit, oder? Wie sehe ich das? Aerodynamisch war eine Nose Cone. So wird es funktionieren. Haben 1,51. Haben da was bei 80. Der sollte. Ah, der ist jetzt auch bei. Ah, das ist aber doof. Trust Limiter. So, nochmal hier reingeguckt, bitte. 100%. Und hier auch 100%, okay. Da gehen wir auf das. Der hat noch 100%. So, jetzt wäre es dann wohl das Richtige zum Starten, ne? Ja, die sind an. Der muss da rein. Und der muss da auch rein. Die sprengen sich dann ab. Stehen tut sie. Ja, jetzt sieht es so aus, als ob das funktionieren könnte. Speichern wir mal gerade ab. Sieht es so aus, als ob das da alles so funktioniert. Gefällt mir jetzt nicht so ganz von dem Anbauteilen. Geht so besser? Ich glaube, so geht's besser, ne? Ja. Leider zu niedrig. So jetzt. So geht's. Nochmal speichern. Reinschauen. Nochmal umbauen hier, weil wieder anders ist. Aber können wir, machen wir. So. Jetzt nochmal die runterziehen. Was hat er denn jetzt wieder gemacht? Das ist 100%. Und das ist jetzt hier. So. Habe ich irgendwas verpasst, dass der jetzt mit mal. Eben hat er doch das andere angezeigt, ne? Ja. 80%. Jetzt ist es bei so viel Prozenten. Weiß ich jetzt auch nicht, warum das so ist. Lassen wir so. Speichern das Ganze und starten das Ganze und gucken. Oh, Graph is too heavy. 140 Tonnen. Wir haben 146 Tonnen. Auch cool, ne? Den brauchen wir ja nicht, ne? Manövertreibstoff. Ist es dann genug? Warte mal, speichern. Starten. Hat auch nichts gewogen, ne? Ist klar. Was müssen wir jetzt wegmachen, dass das leichter wird? Gute Frage, ne? Was muss weg, dass das leichter wird? Machen wir nur drei davon. Hat er wieder vier, alles klar. Wie komme ich jetzt dahin, ne? Ohne dass ich das zu vieren kriege. Das würde gehen. Geh mal näher ran. Obwohl, da wird es mich stören.
jetzt auch noch da dran, oder? Hm. Gefällt mir gerade nicht so sehr. Es könnte aber noch ein bisschen höher, das Ganze. Dann sollte es funktionieren, oder? Ja. Die Tür ist noch offen, ne? Ja, gefällt mir soweit. Können wir so lassen. Jetzt ist die Frage, speichern. Wir haben eine Antenne weniger. Masse 146. Und 140 ist gefragt. Was wird das jetzt? Wie werde ich denn das Gewicht jetzt los, bitteschön? Gute Frage, ne? Sind nur drei. Das haben wir, Panels haben wir. Panels sind auch vier, ne? Aber das ist alles kein schwerwiegendes Gewicht. Festbrennstoff, zack. Wie viel haben wir da jetzt drin? 138, dann ist es der Weg. Okay, drei Antennen reichen auch. Speichern wir. Jetzt haben wir ein paar Kilo weniger. Können wir da noch ein bisschen was dran schrauben. Geht das Feintuning irgendwie mit Steuerungstaste oder so? Nein, man kann immer nur so sprungweise das machen. Alles klar. Ja, geht aber. Unsere Jungs. Podka. Fährt so. Nehmen wir welche mit überhaupt? Das ist die nächste Frage, ne? Also der kommt da runter, der kommt da runter. Fährt so ist schon okay. Den können wir mitnehmen. Sollte man überhaupt mitnehmen? Das ist die Frage. Martha. Pilot, Wissenschaftler und ein Ingenieur. Nehmen wir die mit und fertig. Gucken wir mal, oder? Speichern das Ganze und dann versuchen wir das in die Luft zu kriegen, oder? Hätten natürlich auch vielleicht mit dreien arbeiten können, ne? Jetzt sind wir hier noch mit 1,6 unterwegs. 2833. Ja. Ist erstmal so. Nochmal speichern. Und dann gucken wir mal. Gehen wir gerade ein bisschen weiter weg. Schwerpunkt haben wir überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Wo war denn der? Da ist der. Okay, das geht wohl. Ja, müssen wir mal in der nächsten Folge gucken, ob das unser Gerät ist, was wir benutzen werden. Aber für diese Folge würde ich sagen, reicht's erstmal. Ja, wir können ja nochmal drüber sprechen, ob diese Rakete Sinn macht oder Unsinn macht. Ja, und ihr werdet mir das bestimmt in den Kommentaren wenn mitteilen. Ich würde jetzt mal erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Glocke ist für euch ja vielleicht noch wichtig, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Bis dann. Tschüss.